Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin Nuzlocke Challenge. Im letzten Part sind wir die Route 123 noch abgegangen. Ja, und dann hier zur Siegestraße zurückgekehrt. Und da wollen wir doch jetzt dann auch gleich mal rein. Ich werde hier Anna nicht mehr nach vorne setzen, weil ich weiß nicht, was für ein Level die Pokémon hier haben. Und das wäre mir ein bisschen zu haarig, dann schauen wir doch mal. Makuhita. Level 36. Okay, das geht sogar noch. Aber ich will ja sowieso, dass Batwoman nach Möglichkeit noch ein, sich noch entwickelt vor der Liga. Das wäre super. Und deswegen muss ich sie natürlich auch mittrainieren. Eindeutig. So, schon mal. Auch alles 36. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar doch einen Schutz weiter einsetze. Weil die wilden Pokémon hier sind jetzt nicht wirklich auf einem interessanten Level. Sage ich mal. Ja, von daher, egal. Sind auch nicht alle voll entwickelt. Von daher bringen sie auch nicht so viele Erfahrungspunkte. Du wirst aber Erfahrungspunkte bringen. Ja, ich lasse Batwoman erstmal vorne fürs Level Up. Vielleicht entwickelt sie sich dann ja sogar schon. Ich bin nicht hierher gekommen, um zu verlieren. Diese Option existiert nicht. Aha, tut sie nicht. Das ist jetzt blöd, weil ich werde dich auf jeden Fall verlieren lassen. Oh, Voltenso. Level 43. Doof. Okay. Los, Taku. Das darfst du dann machen. Weil gegen ein Voltenso mit einem Golbat kämpfen ist jetzt nicht unbedingt die intelligenteste Idee. Ja, Rebschuss. Das sollte reichen. Us. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. So, gibt immer noch genug Erfahrungspunkte. Anna versucht Fluch zu... Nein. Jetzt kommt ein Slimog. Okay, gegen Slimog werde ich Batwoman wieder einsetzen. Weil, ja, Slimog hat jetzt nichts, was ihr irgendwie wehtun könnte. So, Windschnitt, komm, bleiben wir dabei. Windschnitt hat eine erhöhte Crit-Chance, von daher... Warum jetzt der Komprimator? Warum? Okay, Biss. Na, Schritt zurück, sehr schön. So können wir weitermachen. Auch wenn das ein bisschen dauern wird. Aber egal. Da, ja, weiter zu beißen. Na, Schlammbad, na gut. Schlammbad ist kein Problem. Schlammbad macht nahezu keinen Schaden. Mal gucken, wie viel Schaden der Flügelschlag macht. Oh, das sieht schon besser aus. Okay, ich glaube, ich bleibe jetzt beim Flügelschlag. Naja, da kommt natürlich noch eine Top-Genesung. Hätte ich ja eigentlich mitrechnen müssen, ne? Na gut. Kein Problem. Oder so. Gar kein Problem. Säurepanzer jetzt auch noch die Verteidigung erhöhen. Auch noch stark erhöhen. Oh weh. Okay. Ich wechsle. Hab's ja kapiert. Dann wechseln wir halt auf Taku. Denn Taku hat ganz gute spezielle Attacken. So. Ich bin, was spezielle Attacken angeht, tatsächlich so ein bisschen schwach besetzt. Muss ich sagen. Das ist nicht ganz so schön. Aber naja, na, vergiftet auch noch. Toll. Wow. Ehrlich jetzt. So, aber egal. Slimog ist besiegt. Das finde ich sehr gut. So. Unmöglich. Ich habe verloren. Ja, du hast verloren. Und das ist sehr gut möglich, weil du bist eine Lusche. So, erstmal ein Gegengift für Taku. Und dann ein bisschen Limo für Taku. Und ein bisschen Limo für Anna. So, sehr schön.
Okay. Da geht's nicht lang, na gut. Dann schauen wir uns hier mal um. Ich kenne mich in dieser Siegesstraße übrigens absolut nicht aus. Und Top Elixier. Okay. Das heißt, ich werde hier garantiert auch ein bisschen rumirren. So, dann wollen wir hier mal wieder zurück. So, und dann hier lang. Ja. Mal hier lang. So, ah, hier ist ein Trainer, so falsch kann. Wobei, bei dem stand auch ein Trainer auf dem falschen Weg. Hm, egal. So, hi. Diese unendliche raue Straße wird ihrem Namen sieggerecht. Wird sie das? Hm. Okay. Naja, wobei, ja, das ist die Straße, auf der ich immer siegen werde. Also, ja, stimmt. Passt. Und hier Flügelschlag. Und wunderbar. Wunderbar, hat alles ausgereicht. So will ich das sehen. So tut Linde. Dein Kampfstil ist fantastisch. Das weiß ich, das brauchst du mir nicht sagen. Aber danke trotzdem. Och nö. Ehrlich jetzt. Komm, Anna kann doch garantiert Blitz lernen. Ja. Wusste ich's doch. Und Anna hat sowieso noch Attacken, die komplett nutzlos sind. So Aussetzer. Zum Beispiel. Okay. Meine Güte. So. Und hier will ich dann doch ein bisschen was sehen können. Oh ja, vor allem wenn ich hier stärkere Rätsel habe. Also Schieberätsel quasi. Wobei das ja keine großartigen Rätsel sind, aber wäre halt blöd, wenn ich hier die Steine falsch verschiebe. So. Dann hier hin. Hier hin. Da. Aufpassen, dass ich den Stein nicht versehentlich verschiebe. So. Hi. Um dich siegreich durch die Pokémon-Liga zu kämpfen, brauchst du das Vertrauen deiner Pokémon. Das habe ich. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Meine Pokémon vertrauen mir blind. Also, gehe ich von aus. Lepumentas. Lepumentas kann Psycho-Attacken und ist damit gefährlich. Psycho-Boden. Psycho-Boden, Psycho-Boden. Ja, Taku. Taku macht das. So, Sandsturm. Gut, der tut Taku nix, weil Taku auch Bodentyp ist. Und dann. Ja. Komm, ist einfach. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Schade, reicht nicht ganz. Das heißt, es wird jetzt garantiert einen Trank geben. Aber das ist mir dann auch recht. Können wir mal schauen, wie viel Schaden die Rückkehr macht. Ich weiß ja jetzt, wie viel Surfer abzieht. Kann ich das denn abschätzen? Und Rückkehr. Okay, interessante Animation. Ja, kriegt halt keinen Step, ist nicht, ist nur normal effektiv. Von daher war der Schaden schon ganz ordentlich. Wenn man das jetzt bedenkt. Entschuldigung. Ja, weil ich meine, durch das sehr effektiv und den Step bin ich ja quasi auf dem dreifachen Schaden. Und das war da bei einem Angriff, der nur normalen Schaden macht, nicht mithalten könnte. Das ist irgendwo logisch. Eure Beziehung ist auf, auf solidem Vertrauen aufgebaut. Habe ich doch gesagt. Mensch. Und Batwoman beweist es jetzt auch. Yay! Glückwunsch, dein Batwoman wurde zu Expert. Oh yeah. So, damit habe ich jetzt auch endlich wieder ein Pokémon, das fliegen lernen kann. Und den bringst du ihm auch gleich mal bei.
Jo, eine andere Attacke soll ersetzt werden. Und zwar Blutsauger, weil der ist Banane. Das ist eine doofe Attacke. Ah, sehr schön. Gut. Damit haben wir jetzt wieder ein verdammt schnelles Pokémon. Mit 129 Initiative. Ja, eindeutig, sehr schnell. Ah, du kommst dann mal nach hinten und Alex kommt nach vorne. So, schauen wir doch mal. Okay, hier geht es nach oben zu einem AP Plus. Gut, nehmen wir mit. Jetzt war es hier aber auch. Okay. Da geht es noch weiter runter. Gut, weiter runter ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Oh, ein Hariyama. Hi. Das finde ich gut. So, erstmal hier ein Mogelhieb. Schöner Volltreffer. Schön gekrittet. So gefällt mir das. Überwurf. Aua. Ich hoffe, der Überwurf macht jetzt genug Schaden, aber sollte sein. Bauchtrommeln ist echt gefährlich. Durch Bauchtrommel wird der Angriff auf plus 6 gesetzt, automatisch. Egal wo er war, also er wird maximiert. Und das ist sehr böse. Plus 6 heißt verdreifachter Angriffswert. Ja, bleiben wir so. Hi. Du solltest nicht selbstzufrieden werden, nur weil du viele Orden der Arenen besitzt. Es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Das mag gut sein. Nee. Bestimmt nicht. Ich werde es bestimmt locker durch die Liga schaffen. Na, locker weiß ich noch nicht, aber ich werde es auf jeden Fall durch die Arena schaffen. Dö. Warum habe ich jetzt Schaufler eingesetzt? Weil ich zu viel gemasht habe. Na gut. Mal schauen, wie viel er abzieht. Ah, wow. Sandame hat eine verdammt gute Verteidigung, das ist das große Problem. Aber die werden wir jetzt ein bisschen senken. Sehr schön. Ja, Schlitzer, okay. Oh, nochmal gesenkt, wunderbar. So, dann werde ich jetzt mal eine Limo einsetzen. Denn Schlitzer hat auch eine erhöhte Crit-Chance. Und das wäre böse, wenn der jetzt kritten würde und ich nicht geheilt hätte. So, noch ein Zertrümmer hinterher, komm. Ja. Ja, wunderbar. So, lieber nochmal eine Limo. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil, wie gesagt, ein Schlitzer kann theoretisch jederzeit kritten. Und das muss ja nicht sein. Man muss es ja nicht riskieren. Ja. So, sehr schön. Er hat wahrscheinlich gerade eben auch schon der Überwurf ausgereicht, aber naja. Okay, jetzt kommt die Top-Genesung. Wow. Obwohl er noch nicht im Grundbereich war. Na gut. So, schauen wir doch mal, wie viel Schaden der Überwurf jetzt macht. Mit einer dreifach gesenkten Verteidigung. Und ja, na bitte. Das sieht doch gut aus. So will ich das haben. Und tschüss. Wunderbar. Wunderbärchen. Ein Vulnoner. Bleiben wir drin. Das sollte Alex hinkriegen. So. Bodyguard, okay. Kein Problem. Großüberwurf. Gar nicht mal so viel, wie ich dachte. Aber egal. Blut. Na, verbrennst du mich? Nein. Irgendwo schade. Weil ansonsten wäre der Schaufler jetzt natürlich noch stärker gewesen. Durch die Angriffskrafterhöhung. Mist. Ich habe gehofft, dass es reicht. Naja. Jo, Blut, okay. Zertrümmerer. Und das war's dann für Vulnoner. Schönes Ding. Schön, schön, schön. Du bist besser als ich? Nein, wirklich. Mensch. Es ist toll, dass dir das auffällt. So, Limo. Und danach gleich noch eine Limo.
Wunderbar. Alex geht's wieder gut. Er kann wieder weiterkämpfen. Ich hätte doch so kämpfen können. Weiß, aber... Ich trau mich doch nicht. Ich will dich doch nicht verlieren. Ich verliere schon nicht. Das sagst du jetzt. Aber... Nee. Nee. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ich hab mit meiner Familie trainiert. Mit jedem einzelnen Mitglied. Verliere gegen niemanden. Oh, das ist hier, müsste Victor sein, glaube ich. Nee, Paul? Hä? Egal, das müsste hier der von der Familie Siegers sein. Zumindest nach dem, was er sagt. Klingt es sehr stark so. Als wäre er das. Was ich sehr cool finde. So. Na gut. Gegen ein Flug-Pokémon möchte ich Alex jetzt nicht draußen lassen. Das könnte blöd werden. Von daher, lieber so. Schauen wir auch mal, was der Surfer so bringt. Und ja. Das war's. Er hat viel gebracht. Kadabra. Bleibe ich mit Taku draußen. Werd aber lieber nochmal eine Limo einsetzen. Weil ich weiß nicht, wie viel die Psychokinese an Schaden machen wird. Taku hat eine ganz gute Spezialverteidigung. Aber sicher ist sicher. Und ja, das war auch besser so. Okay, Lehmschuss und das sollte Kadabra den Rest geben. Weil Kadabras Verteidigung ist Murks. Ander Level 36, sehr schön. Und ein Voltensor als nächstes. Bleiben wir drin. Aber... Ich werde nochmal heilen. Eindeutig. Weil mir das Gepiepe auf den Sack geht. So. Und der Biss macht... genau genug Schaden. Das waren genau die 21 Schaden, die ich noch an KP hatte. Deswegen war das ganz gut so. War zwar nur durch den Zufallswert, gerade eben waren es einmal 19 und einmal 20, aber sicher ist sicher. Und mir war klar, dass Voltaire so eine Attacke haben wird, die auch meinen Takumo treffen kann. Tengulist macht Alex. Der ist der Tengulist-Experte. Beziehungsweise der Experte, was das Bekämpfen von Unlicht-Pokémon betrifft. So, erstmal hier ein Mogelhieb. Ja, Mogel. Und einen Überwurf zum Schluss. Ja, weg damit. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Genauso muss das aussehen. Okay. Paul ist besiegt. Besser als meine Familie? Das ist möglich? Klar. Ich war besser als jeder andere aus meiner Familie. Ich habe nie verloren. Ich habe mein Selbstvertrauen verloren. Ich gehe nach Hause. Es wird nie offiziell gesagt, dass er tatsächlich zur Familie Siegers gehört, aber nach dem, was er so erzählt, ist das recht wahrscheinlich. Sagen wir es mal so. Okay. Schutz wirkt nicht mehr, das glaube ich nicht. Er wirkt nämlich noch sehr gut. Ups. So. Wo kommt man hier hin? Ah ja. Eine Trainerin. Das ist gut. Du musst doch langsam mal müde werden. Naja, so weit war ich jetzt hier noch nie drin. Ah, das waren jetzt knappe 20 Minuten, also. Wirklich ermüdend war das noch nicht. Ein Flunkiefer. Kriegt einen Überwurf ab. Eisenabwehr. Warum machst du sowas? Also ich könnte es jetzt sogar den Überwurf überleben. Ja. Tust du auch. Ja. Doof. Naja. Nöscher, okay. Kein Problem. Geht noch auf den speziellen Angriff und da ist Flunkiefer nicht ganz so gut. Aber weg damit. Sehr schön. Finde ich übrigens auch sehr interessant, dass sämtliche Unlichtattacken
bis zur dritten Gen als spezielle Attacken golden. Galten. Dann mit der Aufteilung nach einzelner Attacke und nicht nach Attackentyp, waren aber alle bis dahin bekannten Unlichtattacken physisch. Was sehr interessant war. Aber, naja. Die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Gehe ich von aus. Ein Konfuschrei. Das ist nicht gut. Das ist gerade gar nicht gut. Versuche ich's? Nee. Nee, das versuche ich gar nicht erst. Da kommt einmal eine Limo. So. Okay. Ja, und da kommt eine Top-Genesung. Na gut. Warum nicht? So, erstmal eine Stachelspure. Weil Zubiris nervt mich gerade ein bisschen. Weil der Spukball zieht viel ab. Und das nervt. Autsch. Misty hat leider nur Normalattacken, oder? Ja, schade. Das Misty kann gegen das Viech auch nichts ausrichten. Nee, dann bleiben wir drin. Dann bleiben wir mal drin. Und müssen halt regelmäßig hochheilen. So, Stachelspure, bitte komm durch. Bitte, bitte, bitte. Danke. Sehr schön. So. Das ist schon mal eine Hilfe. Okay, egal. Ich setze Misty kurz ein. Um Takumo ordentlich heilen zu können. Weil der Spukball interessiert Misty einen Scheißdreck. Quatsch. Ich wollte Taku heilen. So. Bye. Ja doch. Taku hat immer noch die höchste Spezialverteidigung, zumindest wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ist dadurch um einiges. Quatsch, die höchste Verteidigung. Geht um die physische. Und kann den Spukball daher am besten abfangen. So. Okay, die Finte kann es auch gut abfangen. Das ist kein Problem. Und den Surfer zum Buße. Na, ja, passt. Es passt. Von der Menge her. Sehr schön. Das war's mit dem Zubiris. So. Gut. Nico hätte da noch Ewigkeiten gebraucht. Deswegen lieber so. Keine Anzeichen von Müdigkeit. Nee, natürlich nicht. Warum auch? So, dann werde ich noch mal kurz hochheilen. Eins. Und. Zwei. Und noch eine dritte. Okay. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.